Das Ragu haben wir jetzt hintergestellt. Das könnte ich jetzt ein bisschen weiter, damit Olli hier Platz hat, sich ums Fleisch zu kümmern. Wir haben euch ja schon mal so ein schönes Stück Rinderfilet angekündigt. Da ist es. Das ist wunderbar moriert, zart. Das ist ein richtig geiles Fleisch. Auch diese Kuh war glücklich. Und hat für uns ihr Leben gelassen. Am Anfang schon und später nicht. Hier ist jetzt wieder ein ganz bisschen Rapsöl, wirklich wenig Öl. In einer heißen Pfanne. Und wir schneiden jetzt von diesem Rinderfilet ein paar schöne Scheiben runter, die so, sagen wir mal, einen guten halben Zentimeter stark sind. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Ja. Und machen daraus draus, im italienischen Volksmund nennt man das Tagliata. Also es ist ein dünnes Stück, das ist eigentlich vom Roastbeef. Wir haben uns jetzt aber hier fürs Filet entschieden, weil es noch ein Ticken edler ist. Weil es geiler ist. Weil es geiler ist. Und also wir haben jetzt hier drei so wunderbare Scheiben. Die Pfanne ist heiß. Das wird jetzt auch gar nicht groß gewürzt, sondern wir legen diese Scheiben jetzt einfach ein. Und lassen die von einer Seite anbraten und werden die auch nicht wenden. So, ein bisschen Butter mit in die Pfanne zum Aromatisieren. Das Fleisch ist soweit. Schauen wir jetzt wieder mal ein Ragout. Und leg letzte Hand an. Da will ich einfach jetzt ein bisschen Creme Fraiche drunter. Können wir eigentlich schon ausmachen. Die Creme Fraiche soll sich nur so ein bisschen drin verteilen, ein bisschen Bindung geben auch, dass man es schön anrichten kann. So. Opti. Sieht geil aus. Das ist auch geil. Und es riecht, ey. So, das richten wir jetzt hier auf dem Teller mit so einem, wie nennt man das so, Anrichtring? Ja, so Pizza-Fachjargon. Fachjargon. Unsere Karotte wisst ihr, so ein Ring heißt. So, das Fleisch hat jetzt noch einen Augenblick in der heißen Pfanne gezogen. Wir haben es, wie gesagt, nicht gewendet. Hier oben hat sich jetzt ein bisschen Fleischsaft gebildet, der ist richtig geil, der ist richtig lecker. Hier geben wir jetzt ein bisschen Fleur de Sel drauf. Das mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen roh aussehen, aber probiert es mal aus, esst es mal, es ist ein absolutes Highlight. Das gute alte Senfglas nehme ich jetzt als Hilfsmittel und drücke das hier so ein bisschen an. Und hoffe, dass es gleich stehen bleibt. So. Natürlich. Immer machst du sauer. Immer. Mann. Jetzt machst du gleich mit dem Typ. Soll ich es wagen? Wag es. Perfekt. Geil. Wie er vorhin gesagt hat, die Flüssigkeit ist auf dem Punkt verkocht. Das hat eine schöne Bindung ins Risotto. Risotto, ich wollte eigentlich sagen, es ist genau wie ein Risotto. Das hat eine schöne Bindung ins Schlotz. So. Risotto, Kürbisrisotto. Warum nicht? Und jetzt kommt unser Rindfleisch da drauf, das sowieso den Farbpreis des Jahres gewinnt. Demnächst mal, bei irgendeinem Contest. So, da befinden wir den. So, und das geben wir jetzt so da oben drauf. Das ist für den Koch. Genau, der braucht auch was. Und so, damit so rein über arme Leute. Und weil es einfach ein extrem geiles Öl ist und einfach hübsch aussieht, machen wir jetzt hier außen noch ein bisschen Kürbisöl drumherum. Ja, was soll man da noch sagen? Was soll man sagen? Da ist es. Geil halt. Viel Spaß. Haut rein. Bevor wir jetzt zum Dessert kommen, wollen wir noch kurz betonen, wir haben jetzt wieder zweimal Fleisch gemacht heute, aber es war auch nur wenig zum Gang quasi dazu. Legt darauf Wert, dass ihr guckt, wo euer Fleisch herkommt, was für eine Qualität hat und vor allem esst nicht zu oft Fleisch. Es soll was Besonderes sein in Zukunft. Ist unsere Meinung zumindest, ja? Ja. Umso besser kommen wir dann später zurecht, die Menschheit, mit dem Fleisch, was noch da ist. Weil wir produzieren immer mehr Fleisch und darunter leidet die Qualität. Genau. Und der Genuss für einen selber wird auch wieder wahnsinnig gesteigert, wenn man sagt, ich esse es einmal, vielleicht zweimal die Woche, mach mir dann aber sowas Geiles. Und das ist ein Geschmackserlebnis, das hat nichts damit zu tun, dass man sich jeden Tag irgendein Supermarktfleisch reinzieht. Und das Fleisch darf was kosten, denn Fleisch ist absolut was wert. Lieber ein paar Mark mehr,
und dafür was Gescheites. Genau. Also in so ein Industriefraß, ja. Kommen wir zum Dessert. Bevor uns Birkenstock wachsen. Genau. Wo ist denn dein Schal eigentlich?